Das konservative Lager als solches ist ein feststehender politischer Begriff für eine bestimmte Gruppe, ein bestimmtes Spektrum des politischen Lagers, der entstanden ist vor ziemlich genau 200 Jahren, aber eine wesentlich längere Geschichte hat. Führt natürlich dann eben zurück auf die Gründung der Kirche vor 2000 Jahren und führt zurück auf die Kirchenväter, auf Thomas, auf Augustinus und die ganzen großen Päpste und die Kirchenväter, die eigentlich alle die Grundlage für das, was wir als konservativ bezeichnen können, gelegt haben. Und sogar noch hinter die Gründung der Kirche ist zurückzugehen, vor allem natürlich in die griechische Antike hinein, weil dort das Fundament dessen, was konservativ wirklich ist, gelegt wurde. Vor allem natürlich durch Platon und Aristoteles. Also Platons Staat, nicht wahr, ist heute noch der ganz sichere Kompass für konservatives Denken und für die ganze Staatstheorie. Unsere Physik, unsere Chemie, unsere ganze Naturwissenschaft, Biologie, alles baut sich in dieser Form über Jahrhunderte und Jahrtausende angesammelten menschlichen Wissens auf. Und genauso war es bis in die Zeit der Aufklärung auch mit der Politik. Ein typisches Beispiel dafür sind zum Beispiel die Schriften von Machiavelli. Machiavelli, der vollkommen frei von irgendwelchen moralischen Erwägungen, fast wie ein, kann man sagen, Physiker der Politik, beschreibt aus hunderten historischen Vergleichsfällen, welche Ereignisse bei welchen Handlungsweisen dann wie ausgegangen sind. Für uns Werke, die sich oft als zynisch lesen, weil sie eben frei von moralischen, ethischen Erwägungen, einfach nur Ursache, Folge, diese Handlungsweise bewirkt das, diese bewirkt jenes, auflisten. Das war unwidersprochen die Basis der Politik, bis in der Aufklärung plötzlich ein neuer Anspruch von Philosophen kam. Philosophen, die nie politisch praktische Erfahrungen gemacht haben, die nie in irgendeiner Verwaltungsbehörde saßen, die vollkommen abseits der praktischen Realität in ihrem Studierstübchen, in ihrem Landhaus, irgendwo, sich in ihrem Kopf ausgedacht haben, wie es eigentlich am besten politisch gehen müsste, wie ein System ideal ausschauen könnte, quasi vom Utopischen herkommend, und die dann gefunden haben, weil alle Missstände, die sie in der Praxis sehen, in ihrer Theorie, die sie im Kopf geschaffen haben, glänzend gelöst sind, müsste einfach die Realität an ihre Theorien angepasst werden. Das heißt, es müssten ihre Theorien umgesetzt werden. Das große Problem ist nur, dass zwischen einer guten Idee und ihrer Umsetzung in der Praxis meistens dann der Realitätsschock wartet. Bei der Umsetzung in der Praxis stieß man auf die immer gleichen Probleme, dass es überall menschelt, dass die Dinge einfach anders laufen, dass die Menschen anders sind, als der Philosoph sich ideal gedacht hat und dass alles völlig anders ausgeht. Ja? Und gegen diese neue Herausforderung, die von Seiten der Aufklärung, der Enzyklopädisten, der ganzen im Gefolge von Voltaire, dann in Frankreich entstehenden politischen Theoretiker, die ganze Wirklichkeit jetzt umgestalten wollten nach ihrer tollen neuen Theorie, gegen diese haben sich die bisherigen geistigen Grundlagenträger des politischen Handelns, die historisch Erfahrenen, die sich hier bemüht haben, aus praktischen Erfahrungen heraus zu begründen, wie politisches Handeln funktionieren sollte, dann mehr oder weniger nach und nach, je mehr man gesehen hat, wie krass das falsch läuft, im Gefolge der Französischen Revolution, die ja erst in einem Blutbad und dann in der Diktatur von Napoleon endete. Das war ja bestimmt nicht das, was sich die vorher gedacht hatten. Da hat dieser Praxisschock, dass das, was eigentlich etwas Wunderbares, Harmonisch, Schönes sein sollte, dem ja am Anfang auch König und Adel mit enthusiastischer Begeisterung teilweise mitgefolgt sind, hat sich ein Praxisschock gezeigt, dass die, die sehr skeptisch gesagt haben, so kann das nicht ganz funktionieren, vermutlich richtig ist. Das ist alles noch sehr, das ist nicht ideologisch, sondern einfach so, wir verteidigen das, was wir gewohnt sind, das alte Recht. Ne? Das ist, die frühe Neuzeit lebt vom alten Recht. Alte Privilegien der Einzelleute, der Kommunen, der Regionen, die man nicht einfach so überfahren darf mit diesem fabelhaften, modernen, effizienten Beamtenstaat, der sicher gut funktionieren kann, aber den Leuten ihre Freiheitsrechte nimmt. Die Geburtsstunde des eigentlichen politischen Konservativismus war ein Buch, das in England erschienen ist. Edmund Burke. Dieses Buch war noch bevor die Französische Revolution in ihre blutigen Exzesse abbog,
bereits eine ganz, ganz klare und harte Analyse aller Irrtümer, aller praktischen Fehlschlüsse der geistigen Vater der Aufklärung und der Französischen Revolution. Und er deklarierte sich als vehementer Gegner der Französischen Revolution, nicht wegen ihrer Forderung nach Freiheit, sondern weil er gesagt hat, dass sie alle Übel, die es in der alten Monarchie gab, noch einmal massiv verschlimmert. Und dass sie in Wahrheit sozusagen das Ende der Freiheit bringen wird. Und er prophezeit auch voraus, dass es eine dann wahrscheinlich terroristische, blutige Phase und am Ende die Diktatur eines Mannes geben wird. Er hat das alles schon 1792, hat er die nächsten 10 Jahre vollkommen richtig und sogar zeitlich ziemlich richtig in diesem Buch prophezeit. Das, was unseren Liberalen auszeichnet, war, er war gegen jeglichen öffentlichen Einfluss der Kirche. Der Wilhelm Busch hat das einmal so schön auch für den katholischen Teil Deutschlands natürlich treffend ausgedrückt, so in irgendeinem seiner Gedichte, wenn ich das noch zustande bringe. Also im Kreis der Liberalen, wo der Reiche heimlich prasst und man den Heiligen Vater hasst. Das ist es, was den Liberalen ausmacht. Er hasst den Heiligen Vater. Heute macht es den Katholiken aus meist, aber das ist wieder was anderes. Und was sich im 20. Jahrhundert natürlich herauskristallisiert ist, dass dieser Streit zwischen liberal-konservativ im Norden und freisinnig-katholisch hier spätestens seit 1917 überlagert wird von der Drohung des Sozialismus. Erst in dem Moment, wo dann eine radikale Variante des Sozialismus in Russland an die Macht kommt und damit im Besitz einer Großmacht ist, ein gewisses Potenzial jetzt hat, dann beginnt man sich wirklich zu fürchten. Und seit 1917 könnte man sagen, der Konservative ist jetzt der, der sozusagen dieser revolutionären Drohung am meisten entgegenwirkt. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg, der zum ersten Mal den Staat also in einer enormen, umverteilenden, allmächtigen Position sieht. Und zwar nicht von Seiten der Sozialisten und der Kommunisten, sondern von Seiten aller patriotischer Konservativer, aller Großmächte, die sagen, um unser Volk, unsere Dynastie zum Sieg zu führen, müssen wir das machen. Es wäre nie jemand vorher eingefallen, also quasi den gesamten Güter des täglichen Bedarfs zu rationieren. Es wäre nie jemand eingefallen, alle einigermaßen noch gehfähigen eben an die Front zu schicken oder in den Arbeitseinsatz. Inflation galoppierenden Ausmaßes, wie sie vorher noch nicht da war und. Da sozusagen, da konnte Lenin gar nichts mehr draufgeben. Es war alles schon da. Nur, dass er sie dann auch in Friedenszeiten weitergeführt hat, aber prinzipiell war dieser Einbruch da. Und diesen Einbruch des Ersten Weltkrieges ist Europa eigentlich bis 1989 nicht losgeworden. Das ist etwas, was ich sozusagen dem Konservativen wünsche, diese Art von sehr an der Tradition hängen einerseits, aber andererseits sehr pragmatisch seine sozusagen Kreise zu ziehen. Und in dem Sinn habe ich das also auch nolens volens einmal so vor einem ganz lustigen Privatsender, der von irgendeiner Wiener Holding gesponsert wird, gesagt, also ich definiere mich so an der Schnittstelle von Schwarz, Blau und Orange. Weil was Besseres haben wir halt nicht und die anderen beiden mag ich nicht. Das ist jetzt überhaupt nicht sozusagen philosophisch durchdacht, das ist einfach, hantieren wir mit dem Vorhandenen. Und versuchen wir überall dort sozusagen möglichst was durchzusetzen und möglichst sozusagen die Leute einander näher zu bringen, damit sie nicht um wegen dämlicher Dinge sich streiten und das lachende Dritte sind die, die wir auf keinen Fall wollen.